Als sei die Zeit stehen geblieben, präsentiert sich heute das Verwaltungsgebäude der Tuchfabrik Wilhelm Peters. 1972 kam auch für das im Langesthal gelegene Unternehmen das aus. Es war die letzte der Aubner Tuchfabriken und die größte zugleich, wie diese Aufnahme aus dem Jahre 1932 zeigt. Angefangen hatte alles mit ihm, Wilhelm Peters, dem aus Hessen eingewanderten Spross einer evangelischen Pfarrersfamilie, der durch seinen einflussreichen Onkel David Hansemann unterstützt wurde. Nach anfänglichen Misserfolgen machte Wilhelm Peters aus der Fabrik ein blühendes Unternehmen. Das Buch leuchtet neben der Firmengeschichte auch die Zeitumstände besser aus, dank der Öffnung aller Archive der Peters-Familien in Olpen und Aachen. Ein Glücksfall für die überregionale Forschung. Der ganze Produktionsprozess ist dokumentiert, der Vertrieb von den Akten, es gibt Korrespondenz mit den Vertretern in allen möglichen Ländern. Es gibt über 300 Karten und Pläne, nicht nur von den Gebäuden, aber auch von den Maschinen, von den Elektroanlagen, von Zeichnungen von einer Dampfmaschine und so weiter. Also das ist wirklich ein hervorragendes Archiv und das bietet sich an, um darüber eine Studie zu machen. Die Patriarchen lebten entweder am Pulsschlag auf dem Betriebsgelände im Langesthal oder nur einen Steinwurf weit entfernt. Ihre prachtvoll ausgestatteten Villen in Bellmarin und an der Monschauer Straße setzten einen modernen Kontrapunkt zu den alten Patrizierhäusern in der Oberstadt. Yvonne Küchenberg, geborene Peters, verlebte ihre Kindheit im Haus des Firmengründers, dem Großvater ihres Großvaters. Die Immobilienmaklerin interpretiert die Geschichte der Peters auch als Abfolge von Machos, wie sie sagt, die jeweils in die Fußstapfen ihrer Väter traten. Es gab aber auch starke Frauen, wie Mathilde Peters, die Frau, an der Seite Robert Wetzlars, der unter anderem die Kammgarnwerke schmiedete. Sie war sehr dynamisch, sehr aktiv und hat zum Beispiel in Bellmarin dafür gesorgt, dass die erste Mädchenschule erbaut wurde. Es lag ihr sehr am Herzen, dass die Mädchen eine bessere Ausbildung bekamen. Das kinderlose Paar fühlte sich einer vorausschauenden Sozialpolitik verpflichtet, deren Früchte wie Arbeiterkassen, Schulen oder das Volksbad als Stiftung bis heute nachwirken. Bei ihrem persönlichen Engagement für die Unterstadt denke sie oft an ihre Tante, bekennt ihre Großnichte. Ich glaube, es hat schon auch wiederum was mit meinen mit den Ahnen zu tun, mit meinen Vorahnen. Und es macht mir Spaß und es bestätigt mich. Und es freut mich vielleicht auf meine Art und Weise in der heutigen Zeit da ein bisschen mitmischen zu können. Staatsarchivarin Els Herrebaut hat Lebenswelt und Stellung der Peters analysiert. Die haben sich sehr engagiert für die Schulen in Olpen. Der eine, Arthur Peters, hat das vor allem gemacht über die Politik. Und der zweite Sohn, Wilhelm Peters, hat das vor allem gemacht über die Kirche und dann direkt im Schulwesen. Die Geschichte eines Unternehmens und seiner Akteure hat viele Gesichter. Der Name Peters stand vor und nach der Gründerzeit, zwischen und während der Kriege, wiederholten Staatenwechsel, Wirtschaftswunder und Textilkrise für zeittypischen Patriotismus, Verankerung im protestantischen Glauben und gesellschaftlichem und politischem Engagement. Und dazu gehörte stets eine gehörige Portion väterlicher Fürsorge für die loyale Belegschaft. Dass dies nicht vergessen ist, dafür sind die Nachfahren im 200. Geburtsjahr des Firmengründers auch dankbar. Sicher waren die damaligen Umstände und die Arbeitsbedingungen nicht die gleichen, die wir heute haben. Aber es erfüllt mich doch auch ein bisschen mit Stolz, sagen zu dürfen, dass man bei Peters recht gut aufgehoben war und dass das Menschliche doch sehr groß geschrieben wurde.